Führer der ersten Fußball-Bundesliga. Also David gegen Goliath auf dem Papier im Prinzip eine ganz klare Sache. Aber, wie heißt es so schön im Fußball-Reporter-Deutsch, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Welches Gesetz heute in Köln geschrieben wurde, das verrät Ihnen Wilfried Luchtenberg. Die Rostocker legten los, wie man es vom Tabellenführer der Bundesliga erwarten konnte. Die erste Minute. Persigil schlängelt sich durch und Oldenburg hat die erste große Möglichkeit aus 6 Metern. Aber da verzieht er weit vorbei. Nun, diese Szene zeigt schon, wie unsicher die Kölner Deckung war in der Anfangsphase. Sie wussten überhaupt nichts anzufangen mit dem schnellen, direkten Spiel der Gäste. Hier eine Vorlage für Krämer und der wird von Schneider umgestoßen. Ganz klare Sache in der 19., in der 7. Minute. 11 Meter für den Gast. Sie sehen es deutlich, Schneider von hinten im Strafraum stößt er den einschussbereiten Krämer um. Gar kein Zweifel, Schiedsrichter Prenger pfiff und Wahl schießt den Strafstoß in die Maschen, 1:0 nach 7 Spielminuten. Ja, die Kölner hatten also mit Römer einen neuen Libero, der den verletzten Hupe vertreten sollte, aber der wirkte sehr, sehr unsicher in der Anfangsphase. Hier ein klarer Fehlpass auf einen Rostocker, auf Krämer. Und dann kommt der Ball zu Sedlacek und zu, von ihm zu Persigil in der 19. Minute, das 2:0. Ganz logisch, hochverdient zu diesem Zeitpunkt. Die Rostocker dominierten, die Kölner spielten überhaupt keine Rolle. Ungestört kann er flanken und ungestört kann Persigil verwandeln. Und so ging es weiter. Die Kölner wuselten mit sehr viel Eifer, aber völlig ohne Kopf über den Platz. Und Rostock mit sicherem, weiträumigem Spiel setzte die Deckung immer wieder unter Druck. Sedlacek. Es geht sehr viel über die Flügel. Wahl von links. Die Flanke wird schlecht abgewehrt. Genau, Machala. 14 Meter und der Pfosten rettet. Wie versteinert Jean Löring und Trainer Roggensack. Wohl kaum eine Chance für die Fortuna, die erst in der 40. Minute zum ersten vernünftigen Angriff kam, als Pasulko Schneider in Schussposition brachte. Aber Rostock ganz souverän, 2:0 Führung bei der Halbzeit. Die Kölner wechselten dann, für Brands kam Meier. Und dann änderte sich alles grundsätzlich. Azima, hier der Ägypter, vor allen Dingen zog die Fäden aus dem Mittelfeld. Er dribbelte, er schoss, er setzte seine Mitspieler ein. Und plötzlich war von Rostock überhaupt nichts mehr zu sehen. Das ist Niggemann. Sehr, sehr fleißig, emsig, auch er ein umsichtiger Spieler. Plötzlich klappten auch die Kombinationen und da wurden die Gäste schwindelig gespielt. Kronat, schöne Flanke und da ist der Ball im Tor von Sven Meier, der in der 46. Minute eingewechselt worden war. Und plötzlich sieht die Rostocker Decke steif aus, hilflos. Kronat schaut verwirrt nach oben und der Ball ist im Netz. 56. Minute. Und so ging es weiter. Fritz auf der linken Seite. Die Nummer 9, die Kölner Sturmspitze, plötzlich überall zu finden. Sicher im Sturmspiel und Azima. 4000 Zuschauer witterten Morgenluft und so ging es weiter. Wieder der Ägypter. Die Rostocker wirkten jetzt plötzlich schwerfällig, konnten ihn kaum bremsen, hatten überhaupt nichts mehr zu setzen. Dove kam dann für Krämer, die Deckung sollte stabilisiert werden. Dove mit einem weiten Pass auf Persigil. Was macht er? Er nacht Römer, den Libero und auch den Torwart. Und dann steht es 3:1 in der 84. Minute. Der einzige Angriff der Gäste in der zweiten Halbzeit bringt das 3:1, 4 Minuten vor Schluss. Und das musste die Entscheidung sein, dachte man. Niggemann, die Kölner steckten nicht auf, noch 6 Minuten zu spielen. Azima wieder, überhaupt nicht zu stoppen. Der Ball kommt gleich auf Kronat. Zunächst nochmal Azima, Niggemann. Und Pasulko ist am Ball, lenkt ihn ins Tor. 2:3. Schönheitsfehler, dachten die Rostocker. Noch 3 Minuten zu spielen. Und das müssten sie doch bis zum Schlusspfiff nach Hause schaukeln. Noch einmal das schöne Tor von Pasulko aus ganz spitzem Winkel. 3:2 nur noch, 87. Minute. Ja, und woran keiner mehr zu glauben gewagt hatte, das passierte dann in der 90. Minute.
Sven Meyer. 3:3, der Ausgleich, die Verlängerung. Unglaublich die Freude der Kölner, die sich den Ausgleich redlich verdient hatten, aufgrund einer fantastischen zweiten Halbzeit. Tja, erschöpft, wer wird die besseren Reserven haben? Nun zunächst die Kölner. Azimar, nach wie vor sehr, sehr stark, auch in der Verlängerung. Ein tolles Solo. Spaziert an den Rostockern vorbei, da wartet Fritz. Und Kunert mit einer seiner guten Leistungen. Eckball. Wieder Sven Meyer, der junge Mann, der ist 19 Jahre alt. Pasulko bietet sich an, bekommt den Ball. Und dann schauen Sie, was der Sowjetrusse macht. Auch er spaziert durch die Deckung. Lotnow ist vorne, auch er 19 Jahre und der köpft ins Tor. 4:3. 103. Spielminute und da der Bärentanz mit Chang Löhring, dem überglücklichen Kölner Präsidenten. Toll die Leistung, wie er sich durchspielt, durchtanzt und dann der Kopfball von Lottner. 4:3. Reinders schimpft wie ein Rohrspatz, was soll er machen? Der Faden war gerissen nach dem 0:2 und sie konnten ihn nicht mehr anknüpfen. Lottner, eben hat er das 4:3 geköpft. Jetzt läuft er nach vorn. Wartet geschickt, bis Fritz sich freigelaufen hat. Bekommt den Ball. Und der trifft zum 5:3 in der 111. Minute. 5:3 für Fortuna Köln. Das war der Sieg. Ein schönes Tor. Ein toller Sieg über den Tabellenführer der Bundesliga. Ein toller Fußballtag für Fortuna Köln, die absolut verdient gewannen. Solchen Jubel hat das Südstadion sicher noch nie erlebt. Und Präsident Chang Löhring, wie Sie gleich sehen, hat ein paar Kilo abgenommen. Auch das wird ihn sicher freuen.